Kindergeburtstag einmal anders. Sarah feiert heute ihren 7. Geburtstag und zwar als Kaiserin. Im Schloss Schönbrunn, in der Hofburg und im Hofmobiliendepot können Kinder für ein paar Stunden in die Welt von Sissi, Franz Josef oder Maria Theresia eintauchen und sich ganz kaiserlich fühlen. Kaiserin Sarah, magst du das heute sein, die Kaiserin? Ja, kommst du mal zu mir? Schau mal. Ich mach dir mal hier den Thron frei. Setz dich mal da auf den Thron rauf. Und weil es sich alleine nicht so gut regiert, steht Kaiser Marco Sarah zur Seite. So, jetzt haben wir hier ein Kaiserpaar. Jetzt bräuchte ich ein paar Hofdamen. Ja, super. Wie viele Hofdamen haben wir? Sehr gut. Hunderte Kleider und historische Uniformen warten auf die Kinder. Die Mädchen haben schon ein Auge auf ihre Lieblingsoutfits geworfen. Das rosane Glitzerne da hinten. Das weiße mit den Sternen. Schwarze Lange wie ich. Guide Elisabeth hilft beim Umziehen. Den Mädchen macht es Spaß, unter den vielen Accessoires das perfekte Zubehör auszuwählen. Und auch die Buben sind begeistert von ihren Outfits. Marco, wer bist denn du? Der Kaiser. Und wie ist das so als Kaiser? Angenehm. Am Schluss ist das Geburtstagskind dran. In wenigen Minuten wird aus Sarah Kaiserin Sarah. In den 3 Kindergeburtstagslocations Schönbrunn, Hofburg und Hofmobiliendepot können die Kinder unterschiedliche Zeitreisen erleben. Die Führungen sind so, dass die Kinder zuerst einmal verkleidet werden. Das ist so quasi das der Hauptpunkt. Dann geht man durch die Schauräume durch. Hier im Schloss Schönbrunn, wie gesagt, Hauptaugenmerk Maria Theresia. Das heißt, man beschäftigt sich mit der Zeit vor 300 Jahren. Die Kostüme sind ein bisschen anders als in der Hofburg zum Beispiel. In der Hofburg werden die Kinder als Sissi und Franz Josef verkleidet und gehen dann auch durch die Schauräume durch. Und im Hofmobiliendepot ist es quasi eine Reise. Das heißt, die Kinder müssen verschiedene Accessoires zusammensuchen, die die Kaiser auf die Reise mitgenommen haben. Verschiedene Möbel und verschiedene kleine Gegenstände. Jetzt, wo alle Kinder verkleidet sind, steht die Führung durch die Räumlichkeiten auf dem Programm. Spielerisch erfahren die Mädchen und Buben Interessantes aus der Zeit von Maria Theresia und Sissi. Gut, dann schauen wir uns hier mal an, was denn die Damen damals vor allem bei der Maria Theresia in der Zeit getragen haben. Ja, das ist ganz eng, das nennt man ein Mieder oder ein Korsett. Und glaubt ihr, konnte man sich das alleine anziehen? Nein. Nein, genau, da hat man jemanden gebraucht, da haben die Hofdamen geholfen. Das ist so eng. Setzt euch mal alle ganz aufrecht hin. Bauch rein, Brust raus. So, und jetzt fangt so ganz oberflächlich nur zum Atmen an. So ungefähr hat sich das angefühlt. Ist das angenehm? Nein. Okay, alle wieder ordentlich durchatmen. Oh. Eines fasziniert die Kinder ganz besonders. Wir sind in eine geheime Tür gekommen. Diese versteckte Geheimtür, wo wir durchgegangen sind. Die Party ist der volle Erfolg. Sarahs Mutter ist begeistert. Ja, wer feiert schon auf ein Schloss Geburtstag? Also ich finde, das allein ist schon was Besonderes. Die Kinder bekommen spielerisch Wissen vermittelt. Sie dürfen alles angreifen und ausprobieren. So bekommen sie einen Crashkurs in Make-up-Kunde aus der Kaiserzeit und dürfen Perücken stylen. Aber auch das Herumtoben kommt nicht zu kurz. Mit dem Spielzeug der Kaiserkinder haben auch die Kids des 21. Jahrhunderts ihren Spaß. In den Originalräumen der Kaiserfamilie heißt es zuhören und zuschauen. Danach sehen die Kinder, wie man bei Hof diniert hat. Die richtige Haltung dafür ist gar nicht so leicht zu lernen. Doch wie nähert man sich eigentlich dem Kaiserpaar? Am Schluss der Führung werden die Kinder ins Hofzeremoniell eingeführt. Die Geburtstagsgruppe übt sich im Hofknicks vor Kaiserin Sarah und Kaiser Marco. Sarah wird die Feier nicht so schnell vergessen, denn ihr 7. Geburtstag war einfach nur schön. Nur Kaiser Marco ist nicht ganz zufrieden mit seinem Hofstaat. Die haben sich bei Tisch wie Kinder benommen, die haben geschrien, obwohl man ruhig sein muss. Die haben herumgemampft. Doch das hat er ihnen rasch verziehen. Nachdem die historischen Kleider abgelegt sind, gibt es dann noch eine Jause für die Geburtstagstruppe.
Kindergeburtstagsfeiern im Schloss Schönbrunn, in der Hofburg oder im Hofmobiliendepot dauern in etwa 2,5 Stunden. Die Leiterin des Kindermuseums, Susanne Gruber-Haug, hat einen Tipp. Also buchen sollte man 2 bis 3 Monate im Voraus, vor allem wenn man an Wochenendterminen Interesse hat. Mehrere Informationen gibt's auf www.kaiserkinder.at.